Er ist einer von denen, die am großen Frau-Münster-Postraub in Zürich beteiligt waren. Heute, 15 Jahre später, wird er wegen einer neuen Straftat verurteilt. Ich kann ihn nicht mehr sagen, als dazu stehen, fertig, weil es ist passiert. Das ist auch meine Schuld und ich kann nicht ändern. Es tut mir wirklich weh. Also. Domenico S. war der Fahrer der Bande. Wie alle anderen wurde er verurteilt und hat seine Strafe längst abgesessen. Heute schreibt er am zweiten Buch über den legendären Frau Münster Postraub. Ich bin immer Zeitung oder egal was ich mache, der Postraub, der Postraub. Ja gut. Zoran V. war 19, als er beim Überfall auf die Frau Münster Post kriminell wurde. Er sucht 15 Jahre nach dem Raub immer noch nach seinem Beuteanteil. Würdest du es wieder machen? Nein. Vielleicht habe ich gelogen, aber nein. Was ist damals geschehen und was ist heute, 15 Jahre später, aus den Posträubern geworden? September 1997, morgens kurz nach 22:30. In so einem Auto sitzen fünf junge Männer. Sie werden Kriminalgeschichte schreiben. Getarnt als Postmitarbeiter fahren sie in die Frau Münster Post, mitten in Zürich. Ein Postangestellter gab ihnen den Tipp, dass im Posthof immer zum Monatsende mehrere Geldkisten für den Transport zur Nationalbank bereitstehen. Unbewacht. Sie bedrohen die Angestellten mit Spielzeugpistolen und einer ungeladenen Kalaschnikow. Ungestört laden die jungen Männer Geldkiste für Geldkiste in ihr Auto. Das Auto ist zu klein. Sie können nicht alle Kisten einladen. Nach nur 4 Minuten passieren sie die Schleuse und fahren ungehindert aus dem Posthof. Es gibt keine Verletzten. Die Beute? 53 Millionen Schweizer Franken. Die Meldung des dreisten Raubes geht um die Welt. Es gibt mehrere Gründe, warum der Raub gerade so besonders raussticht und immer noch aktuell ist. Das eine ist einmal die hohe Deliktsumme. Das war ja europaweit die grösste Deliktsumme, die in einem Postraub je erzielt worden ist. Dann der zweite Grund ist sicher, weil man auch ein bisschen sympathisiert mit den Tätern. Natürlich nicht selber so etwas machen, aber sympathisiert, weil es geht ja da nicht um Mord und Totschlag, sondern es geht um schlaue Täter, die einmal in ihrem Leben den grossen Gewinn erzielen und auch gar niemanden verletzt haben dabei. Wenn man da aber dann ins Detail schaut, dann wandelt sich sicher das Bild auch ein bisschen. Das sind sie, die unrühmlichen Helden dieser Geschichte. Mario P., der Postangestellte und Tippgeber. Maurizio V. In seinem Lokal trafen sich die Täter für die Planung der Tat. Elias A., der Chef der Bande, welcher den ersten Fehler machte. Hassan E., ein Kistenträger. Domenico S., der Fahrer. Dieter M., auch ein Kistenträger. Und der Jüngste, Zoran V. Mit viel Glück entkommt die Bande. Die Tat war minutiös geplant. Aber ab hier haben sie keinen Plan mehr. Sie teilen die Beute erstmal auf. Mein Gefühl war, ob es da Münzen drin sind oder Noten. Ich habe gedacht, wenn das so schwer ist, ich habe gedacht, das sind alle 5er Noten. 5er Münzen, 5 Franken Münzen. Ich so, mein Gott, wir haben Post überfahren und eine Münze weg mitgenommen. Und wenn ich das aufgemacht habe, da waren keine Münzen, da waren große Münzen. Das große Münz sind 53 Millionen Schweizer Franken in Noten. Die Täter verpacken ihr Geld in Plastiksäcke und fahren mit dem Tram nach Hause. Erstens, als ich das Geld gesehen und das ganze Geld in der Hand gehabt, habe ich probiert mal zu zählen.
habe das ganze Geld auf dem Bett reingetan und angefangen zu zählen. Da bin ich ungefähr bis 700.000 gekommen, 700.040. Da habe ich gesagt, ja, das ist genug, ich zähle ja nichts mehr. Das ist zu lang zum Zählen. Also ich habe gedacht, ich habe so lange gebraucht, mehr als 5 Minuten zum Zählen. Da habe ich gedacht, ja, zum Ausgeben brauche ich sicher noch 5-6 Jahre, um das ganze Geld auszugeben. Ohne nichts zu machen. Ohne Zinsen zum Rechnen. Er täuscht sich gewaltig. Schnell verschwinden die Beuteanteile in den unterschiedlichsten Verstecken bei verschiedensten Helfershelfern. Und alle Täter fliehen ins Ausland. Der erste Fehler passierte aber bereits im Posthof. Aus dem Fluchtauto fielen Fotos. Diese brauchten die Täter, um sich am Tatort orientieren zu können. Auf den Fotos waren Fingerabdrücke des vorbestraften Chefs der Bande. Die Foto hat immer bei sich selbst und ich habe, bevor wir uns verlassen, habe ich ihm gesagt, gibst du mir die Foto, ich werde das wegschmeißen. Und er sagte, nein, ich brauche es, ich muss wieder etwas erklären an die Jungs, so etc. Ich brauche noch. Und dann habe ich gesagt, okay, aber nicht vergessen zu verbrennen etc. Ja, ja, kein Problem, ja. Als man die erste heiße Spur hatte, ist das eigentlich wie ein Pilz aufgegangen. Es hat, oder wie ein Baum. Es hat ganz viele Verästelungen gegeben in kürzester Zeit. Und jedem Ästchen hat man müssen angehen, zeitgleich. Es war also dann auch ein sehr grosser personeller Aufwand gewesen, unter Einbezug von der ganzen Logistik, die man überhaupt hat, von der Technik etc. Über 100 Mitarbeitende der Polizei sind im Einsatz. Das hat die Schweiz noch nie erlebt. Das mediale Großereignis bringt auch viele Hinweise aus der Bevölkerung. Die erste Spur führt in ein Hotel nach Mailand. Dort werden 40.000 Franken aus dem Raub beschlagnahmt und der Bandenchef Elias A. sowie seine Freundin und ein Hehlerpaar verhaftet. Mario, der Tippgeber, arbeitet weiter auf der Frau Münster Post, als ob nichts gewesen wäre. Er hält es fast nicht aus. Verschiedene Postangestellte werden verhört. Auch er. Mehrmals. Klar, ich wollte es nicht sagen, aber plötzlich eine Seite von mir wollte auch die Wahrheit sagen, weil es war alles intern in mir, also geschlossen, also introvert. Und irgendwo musste ich explodieren, also. Niemand erzählen oder so. Nach 7 Tagen wurde ich verhaftet. Diese Verhaftung war für mich wie eine Liberation, genau. Richtig gesagt auf Italienisch. Ich habe mich sehr gut heute noch an seine untersuchungsrichterliche Hafteinvernahme erinnern, wo ich ihm die Fotos präsentiert habe. Ich habe damals das Gefühl hatte, für ihn ist eine Welt zusammengebrochen. Er hat mir dann nachher gesagt, er habe erwartet und man habe ihm versprochen, dass die Fotos vernichtet werden. Und als er die Fotos dann bei mir gesehen hat, hat das bei ihm etwas ausgelöst, nämlich ein Geständnis. Bei Zoran V. und Dieter M. geht es nicht viel länger. Sie schaffen es zwar bis nach Spanien, aber sie kaufen eine protzige Villa, prahlen mit dem vielen Geld im Spielcasino und machen sich so schnell verdächtig. Dieter M. wird zuerst verhaftet. Zoran V. will sich nach Afrika absetzen. Was dann passierte, zeigt er uns, als wir ihn 2002 in Spanien aufsuchen, wo er nach Absitzen der Strafe lebt. Ich bin von Marbella gekommen, Richtung Algeciras. Da war alles Stau. Ich habe die Polizei überhaupt nicht bemerkt. Dann bin ich ungefähr da 40 Meter vorne dran gekommen. Und da habe ich schon die Polizei gemeldet, aber ich habe gemeint, das ist eine Routinekontrolle. Dann bin ich weitergefahren, ich konnte ja nicht drehen, das war der Taxifahrer. Und dann kommen wir da an am Punkt, wo mir gestoppt hat, also die Polizei gestoppt hat. Ich war da. Dann ist mich ungefähr gestoppt, war so eine Razzia-Kontrolle. Dann hast du Angst gehabt hier? Oder hast du was? Ja, so also Angst. Ich habe gedacht, Routinekontrolle, ich zeige meinen Pass und meine Dokumente und dann fahre ich weiter. Aber war leider nicht so. Zoran wird verhaftet, landet in Spanien im Gefängnis. Er hat Bargeld von 1,3 Millionen und teuren Schmuck im Gepäck.
Ein Kinderspiel für die Fahnder. Einer bereichert sich dabei wahrscheinlich selbst. Das beschlagnahmte Geld wird nämlich nie in der Schweiz ankommen. Du hattest die 1,3 Millionen mit dir in Bar. Ist ein bisschen dumm, oder? Es ist dumm. Es ist ein Fehler. Ich wollte das mitnehmen mit dem Schiff und nach Afrika übergehen. Gut, aber du hast 4 Millionen bekommen. Wo ist der Rest gewesen? Der Rest habe ich. Also, stopp. Ja, bei ihm hat man ja ziemlich viel Geld sichergestellt bei seiner Festnahme. Das war sicher mal ein Teil vom Raubgeld oder von seinem Anteil. Er war sicher eine untergeordnete Figur, hat sicher nicht den Löwenanteil bekommen. Wobei wir auch da skeptisch sind, hat man alles Geld, das er hatte, verwünscht haben. Zorans Methode zu flüchten bzw. das Beutegeld einfach so im Koffer mitzutragen, mutet heute, 15 Jahre später, geradezu altmodisch an. Die Justiz hat heutzutage mit ganz anderen Tätern zu tun. Es ist sicher einfacher, so einen Frau Münster-Postraub nachzuweisen, die Spuren von den Tätern zu finden, ihnen nachzuweisen, dass sie das alles so gewusst und auch so wollen haben, als eben die modernen Formen von schädigenden Verhaltensweisen im Unternehmen, im Finanzbereich oder im Bankenbereich. Dort tut man sich in der Strafverfolgung unheimlich viel schwerer. Beim Frau Münster-Postraub spürt die Polizei innerhalb von 5 Tagen rund 20 Millionen der Beute auf. Das meiste in Wohnungen. Über 18 Millionen allein in einem Schlafzimmerschrank einer Helfershelferin. Aber der Rest der Beute bleibt bis heute verschwunden. Noch jahrelang geht die Polizei unzähligen Hinweisen, unter anderem auch von Hellsehern, nach. Wie hier beispielsweise in einem alten Bunker am Uetliberg bei Zürich. Die Suche treibt manchmal seltsame Blüten. 40 Urnengräber werden geöffnet. Erfolglos. Keine Spur vom restlichen Geld. Für die Post ein riesiger Verlust. Wie viel Geld schuldet die Räuber von 1997 der Post inzwischen? Also, uns fehlt immer noch ein grosser Teil der Beute, fast die Hälfte. Also rund 20 Millionen Franken sind bis jetzt nicht aufgetaucht. Und die fehlen natürlich in der Post. Das ist ja so. Und was unternimmt Post heute noch, um an das Geld heranzukommen? Post respektive Behörden haben alles unternommen in den letzten Jahren. Wir haben keine Möglichkeit mehr, etwas Zusätzliches in die Wege zu leiten. Also wir rechnen damit, dass das Geld verloren ist und nicht mehr auftaucht. Aber, so lässt die Post auch verlauten, die Sicherheitsvorkehrungen seien inzwischen so gut, dass ein solch dreister Raub in der Frau Münster-Post nicht mehr möglich wäre. Bis Miami schafft es der letzte Täter. Erst 15 Monate nach der Tat wird der Fahrer des Fluchtautos, Domenico S., in einer filmreifen Szene verhaftet. Er verhielt sich zuerst sehr clever. Aber irgendwann telefonierte er doch mit seiner Freundin in der Schweiz. Die Falle schnappt zu. Geld findet man bei ihm keines. Ich habe mir berichten lassen, dass das generalstabsmäßig abgelaufen ist. An der Front mit dabei 2 Polizisten der Kriminalpolizei von Zürich und diverse Spezialeinheiten der Polizei von Miami. Und so stehen die Haupttäter schließlich rund 2 Jahre nach der Tat alle vor Gericht und erhalten Strafen zwischen 2 und 6,5 Jahren Gefängnis. Die höchste Strafe erhält der Postangestellte, Mario P. In der Strafvollzugsfrage, dann, was man mit dieser Strafe wirklich anfangen will, geht es dann aber mehr um Resozialisierungsmassnahmen. Also man will die Leute dazu bringen, dass sie in Zukunft sich legal verhalten, dass sie vielleicht auch etwas lernen im Strafvollzug. Also das sind die reintegrativen Elemente im Vordergrund. In diesem Fall ist die Resozialisierung größtenteils misslungen. 5 von 7 Haupttätern sind inzwischen wieder straffällig geworden. Einer von ihnen ist Maurizio V. In seiner Bar trafen sich die Täter, um den Raub zu planen. 2 Jahre war Maurizio im Gefängnis. Kaum draußen hat er schon wieder einen Prozess am Hals. Wegen Hehlerei.
eine Spätfolge des Postraubes. In der Schweiz, wenn einer so einen Fehler macht, der ist lebenslang, also der wird nie in Ruhe gelassen. Und vielleicht ist es auch richtig so, aber sollen sie bei den richtigen Leuten schauen, wo das Geld sind, aber bei mir null. Seinen Beuteanteil habe er nie gesehen, behauptet er hartnäckig. Trotzdem wird ihm vorgeworfen, dass er nach dem Postraub eine Tasche mit rund 13 Millionen transportiert haben soll. Dass er deswegen nochmals vor Gericht muss, das versteht er irgendwie ganz und gar nicht. Er, der doch geschworen hatte, jetzt wirklich ein guter Mensch zu werden. Wissen Sie, ob das Geld drin sind? Das weiß ich nicht. Weil ich noch nie Geld gesehen habe. Der Säck, den er migriert hat und für 200 Meter ohne Mühe zwei Leute folgen. Maurizio V. hat Glück. Die Sache ist 2007 sowieso verjährt. Und er wird in zweiter Instanz freigesprochen. Zoran V., welcher in Spanien mit einem Teil der Beute verhaftet wurde, musste zur Strafe in die Arbeitserziehungsanstalt und ins Gefängnis. Danach wurde er ausgewiesen. Wir besuchen ihn 2002 in Spanien. Er lebt dort, weil seine Frau Spanierin ist. Zoran wurde mit 18 Jahren zum ersten Mal Vater. Inzwischen ist er 25 Jahre alt und träumt noch immer vom großen Geld. Also trotzdem, der halbe Traum hat sich erfüllt. Ohne Geld, aber hat sich erfüllt. Früher habe ich nicht gedacht, ich war 19, ich habe gesagt, ich mache das einfach. Jetzt denke ich mehr, ich bin 25 und dann denke ich, ja, wenn ich etwas mache und etwas passiert, dann muss ich wieder in Gefängnis, dann muss ich wieder. Dann sage ich, ja, ich arbeite lieber und mache nichts und bin ruhig. Und normal Leben zu führen ist ein bisschen schwierig nach so viele Jahre Gefängnis und dann kommst du raus und dann jeder betrachtet dich als etwas Spezielles. In Anführungszeichen ist speziell, weil du hast so einen Raub gemacht und dann die meint, hast du Geld, ob du Geld hast oder was, du hast Geld oder du hast irgendwo Geld versteckt oder gebunkert hast und bla bla bla. Gebunkert oder nicht? Wem er den Rest seines Beuteanteils gegeben hat, das wird er sicher nicht vergessen haben. Die 26 Millionen können sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Das findet Zoran. Die Überzeugung, dass ihm mindestens sein Beuteanteil zusteht, treibt ihn wie ein unsichtbarer Motor durchs Leben. Und trotz Einreiseverbot taucht er ein Jahr später bereits wieder in Zürich auf. Also eigentlich nach Zürich bin ich gekommen, meine Eltern zu besuchen, also Familie von meiner Frau. Sind Sie nicht das Geld suchen gekommen? Nein, ich habe ja da nichts verloren, kein Geld. Und ich suche ja kein Geld da. Für mich ist die Story schon lang vorbei und das interessiert mich nichts mehr. Am nächsten Tag wird er verhaftet und später an die Grenze gestellt. Vom Postraub haben wahrscheinlich viele Helfershelfer profitiert. Es ist schwierig, ihnen nachzuweisen, dass sie das Geld ihrerseits wieder ausgegeben oder gewaschen haben. Herr Jäger, wie ist das eigentlich jetzt, die Heller, die Leute, die zum Teil oder Helfershelfer, die Geld bekommen haben, das sie investiert haben, können die sich jetzt in Sicherheit wähnen? Wer schmutziges Geld in die Hand nimmt, der kann sich nie in Sicherheit wiegen. Warum? Ja, weil jedes Mal, wenn man Geld, das aus einer Straftat stammt, insbesondere aus einem derartigen Raub, sich könnte schuldig machen, der Hehlerei oder Geldwäscherei. Und das verfolgen wir natürlich. Das heißt, wenn jemand wissentlich Geld, welches aus dem Postraub stammt, braucht oder weitergibt, macht er sich auch heute noch strafbar. Mario P. hat aus seiner Lektion gelernt. Er war der Postangestellte und Insider. Er erhielt die höchste Strafe, 6,5 Jahre. Wegen guter Führung wird er 2002 nach über 4 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Besucht hat ihn im Gefängnis außer seiner Mutter niemand.
Dafür haben ihm Mitinsassen angeboten, einen Mord zu begehen, wenn er mit ihnen die Beute teilen würde. Das war eine ziemlich neue Welt für den bisher unbescholtenen jungen Mann. Ich muss mich noch orientieren. Bin ich ein bisschen disorientiert. Also ich fühle mich unangenehm, klar. Zu viele Lärme, die ich nicht mehr gehört habe. Dramen, Leute, Gesichter. Tolle Frau. Und klar, das ist ein Schock. Das ist ein erster Schock. Und ein kleines Trauma, die klar ist normal für jeden, der draußen kommt. Das Gericht hatte Landesverweisung angeordnet. Wo sein Anteil von 8 Millionen hingekommen ist, davon will Mario P. keine Ahnung haben und nimmt den nächsten Zug nach Italien. Wenn er sagt, dass er heute das Geld nicht mehr hat, dann könnte das aber sein. Weil wir haben einerseits einen Einbruch gehabt, einer Liegenschaft, wo der Geldbetrag weggekommen ist, wo wir Hinweise haben, dass das vermutlich sein Anteil war. Wir haben handkehrum wieder andere Hinweise, die dem widersprechen, die sagen, dass er das Geld rechtzeitig Leuten übergeben hat für auf Italien runter. Und wir haben auch den Hinweis, dass in Italien durch die Mafia unbekannte Leute umgebracht worden sind nach Mafia-Art und dann auch angezündet worden sind im Auto innen, im Zusammenhang mit seinem Geldanteil. Und er bestreitet, dass er die kennt? Wo er offiziell bestreitet, dass er sie kennt, ja. Weil er sie vielleicht doch kennt, versteckt er sich zuerst einmal bei seinen Eltern in Süditalien. Sie haben jahrelang in der Schweiz Büros geputzt und sind während seiner Haft wieder in ihre Heimat gezogen. Ist es nur Taktik, den reuigen Sohn zu spielen? Oder hat er wirklich keine Ahnung, wo das Geld sein könnte? Die Antwort weiß nur er selbst. Hier fällt mir nichts. Vorher fällt mir auch nichts. Aber ich war zu jung und naiv, ein bisschen dumm. Und klar habe ich diese Fehler gemacht. Aber nach dieser Situation habe ich gemerkt, was ich wirklich hatte, was ich wirklich verliert habe. Und jetzt kann ich besser genießen. Genießen heißt in seinem Fall, für einen kleinen Lohn mit langen Arbeitszeiten als Animator in einem Ferienclub Leute zu unterhalten. Bei ihm hat die Resozialisierung offenbar funktioniert. Ja, na. Was für ein Glück. Ja, na. Hoffen wir, das passiert nicht mehr, eine solche Situation. Also nicht wegen dem Überfall, aber mit meiner Mutter. Also, weil sie hätte das nicht verdient. Also, so traurig zu sein, oder das hat auch sie sein Leben geändert. Nach dieser meiner Verhaftung es ist nicht mehr wie einmal. So wie ich auch. Viele Serben arbeiten in der Schweiz und bauen hier in den Ferien mit dem sauer verdienten Geld große Häuser für ihre Kinder, die dann nie zurückkommen. Nur Zoran musste zurück in seine ursprüngliche Heimat. In die Schweiz durfte er nicht, nachdem er seine junge Familie in Spanien verlassen hatte. Wenn er heute an den Postraub denkt, kommt ihm immer das Gleiche in den Sinn. Gefängnis, Verräter, ganz viele Verräter. Herr Jäger, das ist die Bezirksanwaltschaft und seine dumme Lächeln. Von seinem Großvater, so sagt er, habe er dieses Gebäude geerbt. Zusammen mit einem Angestellten betreibt er hier eine kleine Holzkistenfabrik. Alles macht einen etwas improvisierten Eindruck. Er hat Mühe, Holz zu organisieren für die Kistenfabrikation. Und wenn er die Maschine anwirft, geht häufig das Licht aus. Zoran hat auch eine neue Frau und mit ihr ein Kind. Immer wenn er Heimweh nach der Schweiz hat, kocht er Rösti. Das sei oft, sagt er. Seine neue Frau weiß über den Postraub Bescheid. Der träumt ganz viel.
Von was träumt er? Von großem Geld. Es ist so. Und wie will er das machen? Weiß ich nicht, mit der Arbeit. Mit dem Arbeit? Ja. Nicht mehr mit Postschreib, Bankraub? Nein, der darf das nicht mehr tun. Ja, sicher nicht so groß, der Raub, aber vielleicht eine kleine. Bis 5 Millionen Franken. Nein, Scherz. Kein Scherz, weil er nämlich noch immer nach seinem Beuteanteil aus dem Postraub sucht und sich so immer wieder in zwielichtige Kreise begibt. Wenn man wieder ins alte Beziehungsnetz hineinkommt, wenn man wieder an den gleichen Ort sich aufhält, die gleichen Freundeskreise pflegt und dort eben zum Beispiel Drogen oder auch kleinere Vermögensdelikte oder sonstige Vergehen auftauchen und eigentlich gang und gäbe sind, dann hat man ein erhöhtes Risiko, rückfällig zu werden. Das ist auch eine wichtige Massnahme, die man probiert, im Strafvollzug zu erwirken, dass die Täter ein neues Beziehungsnetz aufbauen können, dass sie können so eine Art in die Legalität investieren können, damit sie eben nicht wieder in die alten Schemas zurückfallen. Einer, der in die Legalität investiert und trotzdem sein Kleinganoven-Image pflegt, ist Domenico S. Vom Fahrer ist er quasi zum Schriftsteller aufgestiegen und hat die Postraubgeschichte aufschreiben lassen. Das Buch war 2009 gar ein Bestseller. Es ist spannend, Emotionen sind da und ja, Action finde ich auch. Und wen wundert's? Er hat natürlich keine Ahnung vom Verbleib des Geldes. Im Buch schreibt er, dass ein gewisser Luigi sich mit seinem Beuteanteil von 4 Millionen aus dem Staub gemacht habe und er, ganz ehrlich, gar nichts mehr davon wisse. Seine liebe Mühe mit der Legalität hat hingegen Maurizio V. Er braucht auch im Mai 2012 wieder mal seinen Anwalt. So sehr er sich auch bessern wollte, er hat in seinem Lokal mit Kokain gehandelt und ließ sich von einem verdeckten Ermittler der Polizei erwischen. Maurizio V. saß 2011 deswegen mehr als 3 Monate in Untersuchungshaft. Aber wäre er nicht ein ehemaliger Posträuber, würden sich die Medien wohl kaum für die aktuelle Straftat interessieren. Der Fluch vom Postraub hat ihn quasi eingeholt. Er ist in eine grosse Ermittlung hineingeraten. Es ist ein VMA eingesetzt worden. Was übrig ist, das ist heute vor Gericht. Also wir behaupten nicht, dass der VMA unkorrekt war. Aber jeder VMA-Einsatz enthält die Problematik. Ohne das Wirken vom Staat wäre das Delikt nicht zustande gekommen. Gut, also ganz unschuldig sind Sie ja nicht, oder? Nein, ich habe nicht gesagt, ich bin unschuldig. Nein, weil jeder macht seinen Job und ich bin Trickheit und stehe nicht dazu. Aber es hat eins Gutes hat das ganze Jahr. Jetzt sind alle Leute sicher, dass sie sicher nichts mehr vom Postraub haben. Also da wäre ich noch wirklich als Vollidiot. Dass ich noch so Kleinigkeiten mache, um wieder in den Knast reinzulanden, das wäre idiotisch. Also. Nein, das nicht. Das Bundesamt für Statistik hat einmal eine interessante Untersuchung gemacht, um herauszufinden, wie viele der Leute, die im Gefängnis waren, nachher wieder rückfällig werden. Und da kann man sagen, so rund ein Viertel wird nach 2 Jahren wieder rückfällig und das steigt dann bis zu 50% an. Jetzt interessant ist, wenn man schaut bei Diebstahl und bei Raubdaten und vor allem auch, wenn das in Kombination noch mit Betäubungsmitteldelikt steht, dann ist die Rückfallrate bei 50 und eben bei dieser Kombination bei 70%. Also eine sehr hohe Rückfallquote wird da festgestellt. Maurizio V. passt voll in die Statistik. Aber obwohl er ein Wiederholungstäter ist, bekommt der ehemalige Posträuber die 24 Monate bedingt. Dies, weil das Gericht anerkennt, dass der Einsatz des verdeckten Ermittlers in seinem Fall wohl etwas übertrieben war. Ich kann nicht mehr sagen, es ist peinlich. Hast du das letzte Mal gesehen vor Gericht? Ja, es muss so sein. Warum sind Sie so sicher? Weil ich bin reingerutscht, wie ich schon vorher gesagt habe, und ratsam wäre wohl, in Zukunft wirklich in seine Pizzeria zu investieren als in krumme Geschäfte. Domenico S. ist 2012 wieder in Sachen Postraub unterwegs. Im Moment sei er arbeitslos, schreibe aber an seinem 2. Buch.
Diesmal soll es ein Roman werden. Thema ist, wer hätte es gedacht, der Postraub. Weil niemand ist zufrieden mit der Geschichte von Geld. Und ich tue das wirklich erklären, wie und wo, genau, detailliert, was geholt hat, was nicht geholt hat, was wirklich verloren gegangen ist. Ja. Ich will, dass die Leser wirklich zufrieden sind. Ich will ihre Magus, ich will denen satt machen. Eine erfundene Geschichte soll es diesmal werden. Die Sache mit Luigi, der mit dem Geld abgehauen sei, erschien nicht nur uns im ersten Buch schon sehr fiktional. Viele Leute, die das Buch gelesen haben, fragen über Luigi. Luigi. Luigi ist nicht mehr rum. Ja, also ich bin und schon. Uns Geld ist mit ihm. Mit dem Geld, wissen Sie was? Heute bin ich froh. Heute bin ich froh. Bin ich befreit. Hätte ich das Geld gehabt, oder? Hätte immer innerlich, ob jemand will mir glauben oder nicht, aber innerlich bin ich frei. Und darum sage ich, umso besser. Umso besser. Wenn jemand sagt, ja, warum hast du denn das gemacht? Ja, heute bin ich 39. Damals bin ich 24. Andere Einstellung. Heute bin ich Vater. Und ja, eben. Zu einem Schriftsteller gehört auch ein Agent, sagte er sich. Ein alter Freund übernimmt die Rolle für ihn. Bezahlen werde er ihn allerdings erst können, wenn auch das zweite Buch ein Erfolg wird. Trotz neuer Karriere. Die Schatten des Postraubes wird auch Domenico S. offenbar nicht richtig los. Also Postraub ist für mich ein Fluch. Nach circa 2 Jahren von meiner Entlassung habe ich immer noch keine Ruhe. Zum Beispiel letztes Jahr wurde ich verhaftet, einen Monat, von irgendeiner alten Geschichte von 2010. Und, aber ein Gericht habe ich noch nicht gehabt. Also Sie sind verhaftet worden. Warum? Es hat geheißen, eine Vorbereitung des Raubes. Stimmt das? Also wenn das stimmt, wäre ich nicht da, denke ich. Wäre ich immer noch in U-Haft. Aus der U-Haft entlassen heißt noch nicht freigesprochen. Der Prozess und das Urteil stehen noch aus. Domenico S. hat sich für die Fiktion entschieden. Schauspielerisches Talent zumindest hat er zweifellos. Luigi! Wie weit er von seiner Beute doch profitiert hat, diese Wahrheit erfährt man so natürlich nicht. Wäre das Geld von damals, das in dieser Kiste war, überhaupt noch gültig? Banknoten sind noch gültig, die verlieren ihre Gültigkeit im Prinzip nicht so schnell. Also, wir können aber natürlich nicht sagen, welche Banknoten genau das waren. Sie sind ja schon nummeriert, aber wir können die nicht zuweisen. Also, das wäre noch Geld, das man könnte brauchen in dem Sinn. Die sind noch gültig, die Noten. Bozen im Mai 2012. Volksfest der Gebirgsgrenadiere. An einem kleinen Stand finden wir einen alten Bekannten. Der ehemalige Postangestellte Mario P. ist derjenige, welcher nach der Entlassung aus dem Gefängnis zu seinen Eltern zurückgekehrt war. 15 Jahre nach dem Postraub ist er kaum wiederzuerkennen. In Italien weiß niemand um seine Vergangenheit. In Italien bin ich nicht vorgestraft. Absolut rein. Ich war auch in der Schweiz absolut rein, deswegen außer dieser Fall. Er hat eine feste Stelle in einem Haushaltwarengeschäft, ist Vorgesetzter von 2 Angestellten und wohnt seit Jahren mit seiner Freundin zusammen.
ich bin nie ein Kriminell gewesen, so wie ich gesagt habe. Das ist nicht in meinen Genen, also in meiner DNA. Und ja, habe ich genug bezahlt, glaube ich. Auch mehr als normal sollte ich. Und habe ich versucht, mich so einen Job zu finden, eine Arbeit und ein ganz normales Leben zu bauen. Dazu gehöre auch, dass er jeden Kontakt mit den anderen Posträubern vermeide. Eigentlich wollte er auch überhaupt nicht mehr in den Medien auftreten. Schließlich habe er längst mit diesem Kapitel aus seiner Vergangenheit abgeschlossen. Für mich war einmal genug. Erstes Mal und die letzte, habe ich immer gesagt. Und deswegen, ich denke, der große Unterschied ist eben, dass sie haben weiter die gleichen Fälle gemacht. Auch wenn ich will, alle nicht verurteilen, also urteilen. Gell? Und ich habe einfach für mich geschaut, dass ich genau die gleichen Fälle nicht wieder mache. Fertig. Auch wenn er sozusagen eine Ausnahme darstellt im Reigen der ehemaligen Posträuber, muss auch er sich immer wieder die gleiche Frage gefallen lassen. Die haben meistens immer gefragt, wir seit schon 15 Jahren, wo das Geld sind. Und wo ist es? Die sind, muss man nicht an mich fragen. Muss man an jemand anderen fragen, weil ich habe gar keine Ahnung. Wen muss man fragen? Das weiß ich nicht. Einfach ist es nicht. Es bleibt immer die Erinnerung, es bleibt immer die Vergangenheit, die bleibt mit deinem Leben. Auch wenn du versuchst zu vergessen, aber kannst du dich verbessern. Und das bringt viele in dich selber. Glück. Die Tat hat Mario P. kein Glück gebracht. Aber er scheint für sich einen Weg in die Legalität gefunden zu haben. Der Jahrhundertpostraub hat sein Leben verändert. Auch den Fahndern bleibt der außergewöhnliche Fall bis heute in Erinnerung. Also ich habe den Fall sehr gern gemacht. Ich habe mich reingeknündelt. Also, das macht man sehr gern, aber wenn man ihn dann gelöst hat, wenn er hinter einem ist und man zurückschaut, dann ist man auch sehr froh, wenn es vorbei ist. Und auch ein bisschen stolz, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wenn es ein Erfolg war, wenn man Täter einem Gericht zuführen kann, wenn man die Täter der gerechten Strafe zuführen kann und einen grossen Teil von der Beute für die Geschädigten zurückholen, dann ist das ein Erfolg und man durchaus darf stolz sein. Und der Teil, der noch fehlt, was macht das mit Ihnen? Ja, das ist ein Wermutstropfen. Das ist schade. Das ist vor allem schade für die geschädigte Post. Ich würde hoffen, dass das irgendwann noch etwas führen kommt. Aber sind wir doch realistisch. Nach 15 Jahren sind die Chancen gering. Das leuchtet allen ein. Nur einem nicht. Zoran V. treffen wir in Belgrad. Im Mai 2012 ist er gerade wieder einmal aus dem Gefängnis entlassen worden. In Zürich bedrohte er einen Mann mit einem heißen Bügeleisen, um Geld von ihm zu erpressen. Dafür hat er als Wiederholungstäter 2 Jahre Gefängnis bekommen. Auf seinem Konto habe er noch 30 Euro. Seine kleine Fabrik steht still. Seine zweite Frau hat ihn mit der kleinen Tochter verlassen. Er scheint zwar vom Leben gezeichnet, aber ob er je erwachsen wird? Uns kommt es nicht so vor. Wie oft bist du jetzt im Gefängnis? Habe ich vergessen. 3 Mal? Ja. Aber kann man sagen, ein paar Mal, ja. Alles immer wegen Geld? Alles wegen Post, Geld. Du hast es gesucht. Und sie haben es dir einfach nicht mehr gegeben? Ja. Wieso zeigst du denen das? Das macht man nicht. Am besten holt man es selber. Was soll ich sie anzeigen? Die Stadt, die können das Geld jetzt zum Beispiel in Spanien, der wo das Geld hat, wenn der Schweizer ich ihm anzeige, nach 10 Jahren Geldwäscherei ist schon
also vorbei. Also es kommt nicht mehr darauf an, ob sich ihm anzeige. Wenn ich ihm anzeige, ist auf legale Wege kann er das Geld behalten. Darum hat er auch so gemacht, das letzte Mal. Und er hat mich angezeigt. Wie viel hast du abgegeben in Spanien? Wie habe ich vergessen. Schweizer Stadt klagt mich immer noch an, also dass ich ihm 2.700.000 Franken schulde. Dann kannst du dir vorstellen, wie viel habe ich ihm abgegeben. 2.700.000, ein bisschen, was hast du sonst noch auf die Seite tun? Nein. Aber mehr als 2 Millionen hat eine Person. Mehr als 2 Millionen eine Person. Und die Person lebt jetzt gut. Hat seine Tochter eine große Schule gemacht. Er ist ein alt, hat mehr Immobilien. Und ich muss hier Arbeit suchen und arbeiten. Auf. Und warum hast du es ihm gegeben? Was hast du Glück gehabt? Warum hast du den? Ich habe ihm getraut. Vertraut? Ja. Dass er das Geld selbst auch gestohlen hat. Dieses Unrechtsbewusstsein scheint ihm völlig abzugehen. Und wann hörst du auf, nach dem Geld zu suchen? Kannst du das überhaupt? Eigentlich nicht. Das Stolz von einem macht das nicht möglich. Ob die Strafe in seinem Fall etwas genützt hat, fragt man sich bei Zoran V. zu Recht. Die Suche nach seinem Beuteanteil hielt ihn bisher immer wieder davon ab, eine legale Arbeit zu suchen. Die Strafe, die ich im Gefängnis abgehockt habe, hat schon etwas gebracht. Aber wo du in der Schweiz hier gekommen bist, in Serbien und keine andere Weg hast, dann nimmst du immer das gleiche Weg, wo du am meisten kennst. Ob das der richtige Weg ist? Er wolle sich nicht unterkriegen lassen, sagt er, und hat sich wieder etwas ausgedacht. Zoran V. will Wein von Serbien nach Afrika exportieren. Ob das eine gute Idee ist? Und zudem gibt es halt auch solche, die werden einfach immer erwischt. Was hat er gesagt? Ich bin 40, ich muss 40 durch die Stadt. Und ich bin 63, 23 zu viel. Und wieso hat er dich jetzt gehalten? Jetzt besucht er erst einmal einen der wenigen Freunde, die er noch habe in Serbien. Der hat eine Angelausrüstung. Irgendwie, so scheint es, ist Zoran V. immer wieder auf der Suche nach dem großen Fang. Oh, das war gut. Ist ein großer. Und was ist die Perspektive in Serbien? Ja, die Perspektive ist, es gibt eigentlich keine richtige Perspektive, aber muss man aufbauen, langsam. Also ich probiere es. Es ist schwierig, nach dem Gefängnis etwas aufzubauen. Die Leute schauen dich mit anderen Augen und ist alles wieder von Anfang an. Aber man muss nicht aufgeben, muss kämpfen und auf legalerweise Stein auf Stein und durchziehen. Und was bleibt dir zurück vom Postraub? Das. Der Fraumünster-Postraub. Geblieben ist den Tätern wenig bis nichts. Profitiert haben höchstens Dritte. Diejenigen, die das Geld versteckt oder gewaschen haben. Wer das sein könnte, und ob sie damit glücklich sind?